Hier zeige ich einmal, wie man Gleichungen, aber auch Differentialgleichungen mit einem Mathematikprogramm lösen kann. Angenommen, wir haben die Gleichung sowas wie x hoch 2 plus 4x plus 12. Und die Gleichung ist dann 0 beispielsweise und soll gelöst werden. Und dafür gibt es dann den Befehl solve. Und dann muss ich hier drin noch angeben, was die Variable ist, nach der ich löse. Denn hier könnte ja nicht nur x stehen, sondern hier könnte auch noch a stehen. Und dann ist nicht klar, ist a die Variable, nach der gelöst werden soll, oder x. Und deshalb, ich kann auch a einmal hier stehen lassen. Und deshalb gebe ich hier hinten noch an, dass x die Variable ist, nach der gelöst werden soll. Und dann führe ich das Ganze aus und dann bekomme ich hier das Ergebnis. Und für a müsste dann natürlich noch irgendwas eingesetzt werden. Und das Gleiche, die gleiche Struktur, wende ich jetzt für Differentialgleichungen an. Also beispielsweise habe ich die Differentialgleichung f von x minus f' von x ist gleich 0. Und auch hier heißt die Funktion im Grunde wieder solve, allerdings nicht nur solve, sondern die solve für Differential, Differential solve. Und auch hier muss ich angeben, für was ich löse, denn hier können auch drinstehen zum Beispiel plus g von x, also eine weitere Funktion. Dann muss man erstmal wissen, nach welcher Funktion möchte ich lösen. Ich lasse das g von x einfach mal hier stehen und schreibe mal hin, f von x, das ist die Funktion, nach der gelöst werden soll. Dann könnten auch hier noch zusätzliche Parameter hin drinstehen. Es könnte auch hier drinstehen, dass hier a von x steht und nicht nur x. Das lasse ich jetzt mal kurz raus. Und deshalb muss hier auch noch stehen, dass der Parameter, nach dem gelöst werden soll, x ist. Und wenn ich das habe, steht alles drin, was man braucht, um das Ganze zu lösen. Dann führe ich das aus und bekomme hier das Ergebnis. Das jetzt einigermaßen kompliziert aussieht, wegen diesem plus gx. Deshalb mache ich das einmal kurz weg. Und dann habe ich hier jetzt die Lösung, die entsprechend einfacher aussieht. Und hier drin sieht man dann, dass f von x eben e hoch x ist, weil e hoch x die Ableitung von e hoch x ist. Und damit ist die Funktion fx, die man sucht, e hoch x. Dann kommt noch eine Integrationskonstante hinzu, die dabei immer mit vorhanden ist. Aber auf die Art und Weise kann ich mit so einem Mathematikprogramm sehr einfach Differentialgleichungen oder normale Gleichungen lösen.